Hallo und willkommen in diesem Video, wo ich mal wieder etwas Lebenszeit gegen Wissen eintauschen möchte. Und zwar werden wir uns dieses Mal das Impact Pack anschauen. Wir haben es installiert im ComfyUI Manager Video. Ich habe jetzt eben schon das Was Suite Video aufgenommen und es ist leider ein bisschen lang geworden. Ich denke, wir können das hier im Impact Pack wesentlich kürzer halten, weil es gibt nicht so viele Notes, die ich für den Alltag gebräuchlich finde, aber dafür ein paar gute und sehr interessante und die möchte ich euch dann zeigen. So, zur Installation des Impact Packs. Wenn ihr den ComfyUI Manager installiert habt, macht Install Custom Notes, gebt hier oben Impact ein. Dann seht ihr das hier, dann könnt ihr hier Install drücken, das Ganze wird installiert und beim nächsten Neustart von ComfyUI stehen euch die Notes zur Verfügung. Alternativ dazu, der CivitAI-Link, hier könnt ihr es runterladen und euch in den ComfyUI Custom Notes Folder extrahieren, dass ihr hier so einen Ordner habt, ComfyUI Impact Pack. Oder aber ihr geht auf die GitHub-Seite, was ich immer empfehlen würde, geht in euren Custom Notes Folder, gebt CMD ein, dann öffnet sich eine Konsole. Dann schaut ihr mal hier ein Stückchen weiter unten. Irgendwo steht hier immer was von Installation. Hier ist es sehr weit unten auf der Seite. Hier. Gebt diesen Git-Klon-Befehl. Kopiert euch den. Steuerung C in die Konsole rein. Rechte Maustaste und abfeuern. Dann wird Impact Pack als Custom Node installiert. Ihr müsstet vorher natürlich auf eurem Rechner Git installiert haben. Wie das funktioniert, habe ich auch in meinem ComfyUI Manager Video erklärt. Ist nichts Schwieriges, ihr müsst Git runterladen, installieren und dann funktioniert das auch. Das hat den Vorteil, dass ihr, wenn ihr dann in diesen ComfyUI Impact Pack Folder geht, hier CMD eingebt, könnt ihr mit Git Pull immer die letzte Version abrufen. Also so bekommt ihr sehr bequem Updates. Gut. Das Impact Pack, wie ich schon sagte, es hat eine Menge an Notes integriert, die für den alltäglichen oder zumindest für meinen alltäglichen Gebrauch eher weniger nützlich sind, wie viele Operatoren hier und sowas bitweise. Ich weiß im Moment auch noch gar nicht, was man damit anfangen soll. Ist wahrscheinlich auch sehr speziell. Allerdings gibt es sehr viele gute Notes auch da drin, die man im Alltag gebrauchen kann. Und die schauen wir uns jetzt mal an. Ihr habt hier im Kontextmenü von ComfyUI dann hier diesen Impact Pack Folder. Hier schauen wir mal rein. Erstmal unter Util. Und hier gibt es spontan eigentlich zwei Notes, die ich ganz interessant finde, wobei sie nicht das machen, was ich eigentlich erhofft hätte. Und zwar ist das der Image Sender und der Image Receiver. So. Und das Schicke an diesen Notes ist, dass ihr im Prinzip eine Verbindung habt ohne eine Verbindung. Also ihr müsst keine Line ziehen zwischen diesen Nodes, sondern die funktioniert so, dass der Image Sender das Bild an den Image Receiver schickt mit derselben ID. Also 0 wird an 0 geschickt, wenn wir jetzt hier noch einen machen, der die ID 1 hat. Dann würde mit dem erstmal nichts passieren. Wir können das mal eben in einem ganz schnellen Setup machen. Wir machen hier einmal Load Image. Wir gehen mit dem Example Image mal ran. Ach komm, wir nehmen das schöne Bild, was wir auch in der Was Suite genommen haben. Ziehen das hier rüber. Nehmen hinten noch ein Preview Image. Kopieren das einmal. Haben hier den ersten Receiver, den zweiten Receiver. So, wir haben jetzt hier auf beiden Seiten 0 stehen. Ja. Preview Image ist an der Stelle falsch. Jetzt hat es funktioniert. Er hat es dann offenbar irgendwie mal an beide geschickt. Jetzt sehen wir aber, dass sich nur noch das obere Bild refreshed und wenn wir das hier auf 1 stellen, sollte es im Prinzip auch hier unten ankommen. Ja, also
Prinzipiell funktioniert's. Ich hatte mir eigentlich mehr erhofft, dass man dadurch solche Dinge bauen kann wie habe einen oder mehrere Sender mit der ID 0 und einen Empfänger mit der ID 0, mache an der Stelle hier einen Upscaling-Prozess. Das entfernen wir mal. Wir nehmen nochmal einen Sender. Ich hatte gehofft, es funktioniert so. Ich erwähne es auch, dass ich es gehofft habe. Vielleicht geht es ja doch und einer von euch kennt es oder weiß, wie es geht, aber ich habe es nicht hingekriegt. Und dass man dann hier halt sagt, der Sender hat die ID 1 und man macht einen Receiver darunter mit der ID 1 und dass man dann so eine Kette aufbauen kann. Also im Prinzip hätte man dann so ein Setup-Marke. Wir haben hier unten mehrere Process-Chains, die enden alle in einem Image-Sender mit der ID 0. Dann haben wir einen Image-Receiver mit der ID 0, der die Bilder der Reihe nach aufnimmt, hier durch eine Upscaling-Kette jagt. Am Ende dieser Upscaling-Kette hat man einen Image-Sender mit der ID 1 und hier kommen dann alle wieder raus. Das wäre schön gewesen, geht leider nicht so. Auf der Impact-Seite habt ihr aber auch zu verschiedenen Dingen Tutorials. Und ich meine, da war auch eins dabei, wie diese Sender- und Receiver-Nodes funktionieren. Wo war es? Hier unten. Da. Image-Sender, Image-Receiver, Latent-Sender, Latent-Receiver. Das führt zu Tutorial-Videos, die aber allerdings ohne Ton sind und nur eine Minute lang und also schnell gesagt nicht sehr hilfreich. Aber ich wollte es trotzdem mal erwähnen, ich finde die Idee halt hinter dieser Node einfach ziemlich klasse. Damit könnte man gut was machen, wenn es denn auch so implementiert wäre. So, schauen wir mal weiter. Sonst ist hier eigentlich nichts, worüber wir sprechen müssten. Bei Operation schon mal gar nicht. Das sind bitweise Operationen. Also hier Maske plus Maske, Maske minus Maske. Da kann man Masken voneinander abziehen, addieren. Weiß der Geier was, wenn man es braucht. Also man könnte jetzt eine Maske machen von einer Person und einem Baum und die dann addieren, voneinander abziehen. Das, ja, kommt drauf an, was man vorhat. Das ist wahrscheinlich sehr mächtig, aber ich bin noch nicht an den Anwendungszweck vorbeigekommen. Im Detailer-Bereich haben wir, ja, das sind halt Detailer, das sieht mir alles aus wie Sampler. Man sieht es hier auch am CFG, Sampler Name, Scheduler. Das sind Sampler, die, glaube ich, dafür gebaut sind, mehr Details hinzuzufügen. Ist die Frage, ob man es braucht oder ob man auch die Add-Detailorer nehmen kann. Aber es gibt hier auf der GitHub-Seite auch Workflows, die das zeigen. Wo war's? Hier die Detailer-Beispiele. Und leider ist es so, wenn ihr auf so ein Bild klickt, dann könnt ihr euch zwar hier angucken, wie der Aufbau ist. Aber wenn ihr jetzt mal sagt, Bild speichern unter, ich speichere das in die Presets. Ne? Wir sehen, es ist simple.png, ich speichere es rein. Wir gehen ins Comfy-UI, wir machen hier noch einmal Clear und gehen hier in die Presets rein, nehmen das Bild, was ich gerade geladen habe und ziehen es hier rein. Wie wir sehen, sehen wir leider nichts. Diese Workflows sind auf der GitHub-Seite ohne Metadaten gespeichert. Naja, so, ich lasse mal ein Load-Image hier. Gut, weiter geht's. Detailer, Detektor. Detektoren detektieren Dinge. Wie genau, was genau, kann ich nicht sagen. Wir werden es aber für ein Beispiel brauchen. Und zwar findet sich das im Simple. Und hier gibt es nämlich den Face-Detailer. Und der ist durchaus praktisch. Der Face Detailer macht nämlich das, was er soll. Er detailliert Gesichter und ist damit halt ein gutes Face Restore Tool. Was man hier allerdings braucht, ihr seht es hier oben schon, Standardeingaben, klar. Wir brauchen aber als Zwang auf jeden Fall noch einen B-Box Detektor. Und hier empfehle ich immer, macht einen Doppelklick,
geht hier hinten in das letzte Feld und wählt B-Box-Detektor aus. Und hier seht ihr dann, welche der Nodes in eurem Setup diesen Datentypen als Output haben. Ich würde hier den Ultralytics-Detektor-Provider nehmen. Der ist auch aus dem Impact-Pack hier unten, Ultralytics-Detektor-Provider. Und hier könnt ihr dann den B-Box-Detektor reinziehen, verbindet die anderen Dinge. Und hier am Ende bekommt ihr dann ein Bild mit einem verbesserten Gesicht raus. So, hier hinten sehen wir schon den nächsten guten Punkt vom Impact Pack. Das ist eine Detailer Pipe. Die Detailer Pipe ist im Prinzip ähnlich der, die wir aus den Tiny Terra Notes hier kennen. Hat eine eigene Sektion. Pipe. Da gibt es einmal die Detailer Pipe, wo wir sehen, wir können hier vorne alles reinschmeißen, was so eine Pipe braucht. Und wir haben allerdings auch die Detail Pipe, Basic Pipe. Ne, nicht From Basic Pipe, To Basic Pipe brauchen wir an der Stelle. Pipe, To Basic Pipe. Eine Basic Pipe ist das, was Tiny Terra Node schon eigentlich in ihrem Loader und ihrem Sampler bereitstellen. Hier können wir auch andere Nodes hier vorne füllen und kriegen dann nur noch diese Basic Pipe am Ende raus. Ganz interessant, dass Tiny Terra Nodes, das haben wir in einem anderen Video behandelt, hier unter Pipe auch diese Datentypen beinhaltet. Wir haben hier Pipe to Basic Pipe und Pipe to Detailer Pipe. Also könnt ihr auch im Prinzip, wenn ihr beide Node Collections benutzt, Moment, Tiny Terra Node. Nehmen wir hier einen Pipe Loader aus den Tiny Terra Nodes. Den können wir einmal entfernen. Könnt ihr hier verbinden. Und habt dann hier am Ende die Basic Pipe, die das Impact Pack benutzt. Finde ich, ist eine praktische Sache, um diese Custom Node Collections verbinden zu können. Die Pipes hier. Beim Upscaling-Bereich haben wir mehrere Upscaling-Methoden. Ich habe noch keine davon verwendet. Generell kann man übrigens immer sagen, wenn Provider dahinter steht, dann ist das ein Loader. Und ansonsten sind es meistens Sampler, die sich dahinter verbergen. Hier haben wir zum Beispiel ein iteratives Upscale mit Upscaling-Model. Das wäre wahrscheinlich sogar der Upscale Model Loader aus. Nee, ist das nicht? Okay. Dann müssten wir da wahrscheinlich einen extra Loader für anwenden. Da können wir nochmal gucken, ob wir einen finden spontan. Ich habe es halt noch nicht benutzt. Upscaler als Output. Ach so, hier sind dann verschiedene. Das sind dann die Provider wieder aus dem Impact Pack. Und hier vorne muss man dann wieder gewisse Dinge rein. Aber auch hier sehen wir wieder, der Upscaler ist an der Stelle auch schon wieder ein Sampler. Ne? Also das Impact Pack ist sehr Sampler getrieben. Man schickt den Sampler dann hier rein, kann dann hier sagen, er soll dreimal da durchgehen und das Bild dann jedes Mal um 1,5 vergrößern. Wie das dann nottechnisch abläuft, gute Frage. Ich bin mit meiner Upscaling-Chain, die ich wesentlich simpler finde, aber auch sehr zufrieden. Deswegen habe ich das noch nie benutzt. Außer diesen Face-Detailer hier unter Simple, der hat echt gute Arbeit geleistet. Der war besser als eine andere Face-Restore-Node, die ich zuvor benutzt hatte. Okay. Hier sehen wir den Sampler-Provider. Auch hier eine Menge Sampler-Provider. Interessiert uns eigentlich nicht. Impact Wildcard Prozessor Debug, ein Impact Logger. Wo loggt er denn hin? Er loggt auch hier rein. Okay. Also wahrscheinlich hier unten. Das will ich einmal ausprobieren. Wir nehmen mal Blip Model Loader und Blip Analyze Image. Diese Nodes kommen aus der WAS Suite, die wir im letzten Video behandelt haben. Einmal kurz gucken, was das Ganze aussieht. Ausgibt also der Blip analysiert das Bild und gibt uns
anhand eines Bildes einen Text zurück und ich möchte mal gucken jetzt, ob der Text hier auch korrekt hinten irgendwie angezeigt wird oder wie das aussieht, weil bisher haben wir den Debugger aus dem Tiny Terra Notes genommen. Und hier passiert nichts. Haben wir hier was? Okay, hier, nee, was Note Suite? Er hat uns hier auf jeden Fall was weggeloggt, hier unten Impact Logger, aber halt auch nur in die Konsole rein. Und das ist das Rückgabemodell vom Blip. Ja, wenn man es braucht, ich finde halt den Tiny Terra Logger an der Stelle wesentlich besser, weil er den Text auch uns direkt im Comfy-UI zeigt. So, das war Debug Experimental. Weiß ich nicht, hier wird noch irgendwas ausprobiert. Hier muss man auch wieder Sampler reinstecken. Ich finde das alles ein bisschen umständlich. Aber wie gesagt, es gibt schon einige coole Notes hier drin. Deswegen lohnt sich das auf jeden Fall, das ganze Ding zu installieren. Und hier haben wir noch die Datentypen, die im Prinzip mit fast jedem Custom Notepack ankommen. Interessant hier ist auch, dass wir hier einen Value Sender haben und hier auch einen entsprechenden Value Receiver, die im Prinzip ähnlich funktionieren wie das Image Sending und Image Receiving. Wenn wir jetzt mal hier sagen, nee, so finde ich das glaube ich nicht. Unter Image. War das hier? Moment, Moment, ich hab's gleich, ich hab's gleich. Lasst mich mal eben kurz suchen. So, ich hab's gefunden. Image Size to Number war es. Das kommt aus der WAS Suite. Hier können wir im Prinzip, sagen wir mal, Integer hier reinschicken. Wir nehmen uns das Image. Im Prinzip, also diese Note gibt uns die Höhe und die Breite eines Bildes wieder. Hier sagen wir, wir erwarten einen Integer. Haben jetzt die Link-ID beide auf 0. Starten das Ganze und kriegen hier jetzt, hier unten seht ihr es, die Breite des Bildes raus, was an der Stelle 512 Pixel ist. Und wie ihr seht, ist es nicht verbunden. Hier auf irgendeine Art und Weise. Wir können jetzt auch nochmal die Höhe rausgeben. Beziehungsweise wir können auch, wir machen das mal so. Wir sagen, der hat die ID 1. Dann bauen wir uns auch noch einen Receiver hinzu. Auch mit der ID 1. Und jetzt können wir weiterhin sagen, der obere Receiver kriegt die Weite. Der untere Receiver kriegt die Höhe. Wir jagen einmal durch und wir sehen, dass wir eine Weite von 512 Pixeln und 672 Pixel haben, ohne dass wir hier eine Verbindungslinie haben. Finde ich ganz praktisch. Könnte Workflows durchaus erleichtern. So, das war Impact Value und Sender. Sonst haben wir hier noch Integer, Comparing etc. Sam Loader. Ja, habe ich auch schon im in der WAS Note Suite Video erzählt, dass ich mir das mal angucken möchte. Das ist das Segment Anything Model, womit man bestimmte Bereiche eines Bildes per Text extrahieren kann. Ich habe da als Beispiel gesagt, ein Bild mit einem Fuchs und einem Hasen. Dann sagst du, du möchtest den Hasen. Und dann sorgt dieses Model dafür, dass du den Hasen bekommst. Oder eine Maske, wo der Hase im Bild maskiert wurde. Solche Geschichten finde ich interessant, werde ich mir auch mal demnächst anschauen. Und hier unten haben wir noch ein paar Provider, den haben wir schon geladen. Ultralytics Detector Provider, eben für den Face Detailer. Ja, wie ich eingangs sagte, es ist eine ziemlich sophisticated Zeugs, was hier drin steckt. Vieles davon braucht ihr nicht. Trotzdem allein wegen diesen Sender- und Receiver-Funktionen und dem Face Detailer, finde ich, ist es auf jeden Fall wert, diese Collection installiert zu haben. Allein deswegen schon. Es hat sehr gute Ergebnisse erzeugt bei mir. Kann man machen, kann man ausprobieren. Ansonsten kann ich nur noch sagen, scrollt mal hier über die GitHub-Seite.
Hier findet ihr einerseits natürlich diese Workflows. Die habe ich ja gezeigt, leider nicht importiert werden können. Oder ich mache was falsch, aber ich speichere mir das Bild und ziehe es rein. Und es funktioniert nicht. Vielleicht geht es ja von hier. Nö. Zumindest könnt ihr euch das Node Setup nachbauen hier. Hier findet ihr Beispiele und weiter unten gibt es noch Other Tutorials. Und hier könnt ihr zum Beispiel euch angucken, Extreme High Resolution Upscale, wie sowas denn aussehen würde. Schauen wir mal hier rein. Ja, auch hier kann man wenig erkennen, leider. Das hier muss man so ein bisschen gut guessen. Das ist, glaube ich, der Bereich hier unten, der dann hier gezeigt wird. Tja, ja, es ist hochauflösend. Es ist ein gutes Ergebnis. Aber um dahin zu kommen, ist es, ich finde, nicht sehr leicht. Gut, aber trotzdem, ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen Cherry-Picking zeigen, was im Impact Pack gut ist oder womit ihr mal rumspielen könnt. Und ich denke, wenn ich weitere Nodes verwende, die aus anderen Packs kommen, werde ich das dann in den entsprechenden Videos nochmal sagen. Es sei denn, es gibt ein Pack, was wirklich einer separaten Vorstellung würdig wäre. Im Prinzip sind sie es alle, aber man muss ja nicht über jedes Dings ein Video machen, oder? Ansonsten schlagt mir gerne Notes in den Kommentaren vor. Bin immer noch auf der Suche nach guten Notes. Wenn ihr mal hier so auf GitHub seid, zum Beispiel github.com. Nein, nicht das. Das hatten wir doch gerade. github.com. Könnt ihr auch hier in der Suche Comfy-UI eingeben und ihr erhaltet im Prinzip hier schon die ganzen Packs, die es gibt. Und hier unten, es gibt 26 Seiten. Es ist also eine ganze Menge, sich da durchzuklicken und so. Und die Spezialitäten herauszufinden, ist immer so eine Sache. Hier haben wir zum Beispiel Masquerade Notes, Comfy-UI, die noch mit Masken arbeiten. Und ach, es gibt so viel. Es gibt so viel, wie sage ich immer so schön, eins nach dem anderen. Aber gut, komm, beenden wir dieses Video. Ich hoffe, es war ein bisschen hilfreich, auch wenn wir jetzt sehr, sehr viele Nodes übersprungen haben, die im Alltag, wie ich denke, nicht so sehr gebraucht werden. Aber ihr könnt was damit anfangen und dann würde ich sagen, viel Spaß beim Ausprobieren und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, tschüss.